So, moin. Ja, der Strompreis ist ja übers Wochenende noch mehr explodiert. Gestern 60 Cent und heute vermutlich noch höher, aber dazu gleich mehr. Wir haben jetzt hier mal wieder unsere vier Biogasanlagen im Ranking. Und wir sehen hier Henning Farnhold, der schon nach den Strompreisen seine Anlage betreibt, hat hier wieder bei niedrigen Preisen viel Gas produziert, viel Strom verbraucht, um dann in den hochpreisigen Zeiten wieder hier etwas runterzuschrauben. Hier waren wahrscheinlich irgendwelche Fermenter-Rührwerke, die laufen mussten. Und umpumpen, aber man sieht auch hier im Hochpreis super gemacht. Auch hier hinten wunderbar. So soll es weitergehen. Und auch hier eine andere Anlage versucht ihr auch schon, obwohl es noch nicht mit dem Strompreismanager verknüpft ist, in den niedrigen Phasen hier den Strom zu verbrauchen und die Lasten zu verschieben. Genau. Extrem wichtig, den Stromverbrauch A mit den Lasten zu verschieben, weil die Spitzenlastkosten sind ja auch nicht ohne. Wenn man einmal so eine Spitze drin hat, zahlt man die fürs ganze Jahr. Das ist auch Geld. Und versuchen auch den Stromverbrauch zu optimieren, so gering wie möglich zu halten. FUs anschließen, Blindleistungskompensationsanlage, Rührwerke mit viel Schubkraft, damit die nicht mehr so viel rühren müssen und so weiter. So, wie geht's denn weiter? Ja, warte mal, ich wollte mal erstmal noch hier die Langzeitvorschau. Ist denn bald Weihnachten? Ja, hier ist bald Weihnachten. Und was haben wir da? 31 Cent, 25, 20, also um die Feiertage rum wird es hier etwas weniger. Ich würde auch fast behaupten, die ganze Woche hier bis Neujahr. Und dann geht's hier schon wieder höher weiter in der Prognose. Also bis hier hinten, da haben wir wieder 35 Cent. Also die Preise bleiben hoch, aber vermutlich in der Weihnachtszeit auf jeden Fall etwas geringer. Da ist ja der Verbrauch auch nicht so hoch, ne? Ja, aber die Industrie, Automobilzulieferer, Stahlindustrie und so weiter, ist im Weihnachtsmodus. So, die großen Werke. Genau. So, jetzt gucken wir doch nochmal auf die Preise für morgen. Also wir kommen ja aus der Nacht mit 30 Cent, 28 Cent. Hier steigt es dann an um 8 Uhr auf 50 Cent, 57 Cent. Also hier auch mittags hohe Preise mit 50 Cent. Um Himmels Willen. Und hier, was haben wir da? 66,5 Cent um 17 Uhr. Darf ich die unterbrechen? Ja. Kannst du einmal den Hugo einschalten, bitte? Ja. Und zwar sehen wir hier, machen wir bitte einmal Refresh. Ja, habe ich vorher schon. Hast du schon. Hier sehen wir die Atomkraftwerke. Wie gestern in der Telegram-Gruppe und in der WhatsApp-Gruppe haben wir diskutiert. Die meisten Biogasanlagen, die in der Gruppe sind, sagen sich auch die Flexperten mit Uwe Weltecke, Fabricius, durchlaufen lassen bei den hohen Preisen. Guckt euch das mal an. Die Atomkraftwerke fallen wahrscheinlich geplant runter. Macht ja viel Sinn, wenn man viel Strom braucht, dass man seine Grundlastkraftwerke runterfährt. Weiter runter bitte. Noch weiter runter. Hier sehen wir die Erdgas-Stromproduktion. Strom aus Gas. 16 Gigawatt Spitzenlast. Noch weiter runter bitte. Noch weiter runter. So, und da ist der Aufruf, genau, da ist der Aufruf an die Biogasanlagen, Fett ins Netz zu speisen, damit die Preise gedrückt werden können. Das ist auch unser Aufruf. Schmeißt die BKWs an, produziert Gas, aber konzentriert euch bitte auf die Strompreise beim Einkauf. Das ist das Ergebnis von unserem Wochenende. Genau. Und jetzt wollten wir euch nochmal was zeigen. Wir haben ja auch TikTok, sind da auch ganz schön fleißig. Und in der Kürze liegt die Würze bei den Videos, würde ich mal sagen. Hier hat Holger schön sich zur Wärmepumpe an unserem Bürogebäude ausgelassen, hat schnellend viele
Aufrufe erzielt. 45.000 Wärmepumpe Teil 1. Und Wärmepumpe mit knapp 30.000 Teil 2. Und Teil 3 ist auch schon fertig. Ganz grausame Ergebnisse von der Wärmepumpe bei minus 3 Grad Außentemperatur für unser Bürogebäude. Also hier kann man auf jeden Fall auch mal vorbeigucken. Dort erzählen wir auch, ja, kurz und knapp die Strompreisvorschau, aber manchmal auch noch ein paar andere Details. So, das war's dann von uns. Wir sehen uns morgen. Tschüss.